Und am Wort nun Michael Pock, Verkehrssprecher der NEOS. Frau Präsidentin, geschätzter Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Bei diesem Tagesordnungspunkt wurde bereits alles gesagt, nur nicht von jedem. Ich werde mich daher eher kurz halten. 4 Anträge werden diskutiert und Herr Kollege Doppler, die Stadtautobahn ist Landesmaterie. Da kann keine der Fraktionen im Nationalrat und auch nicht der Minister etwas tun. So ist meine Einschätzung, zumindest als noch recht junger Abgeordneter. KfG-Novelle, warum stimmen wir zu? Es wird regelmäßig novelliert, weil es auch regelmäßig technologische Neuerungen gibt, hier im Konkreten im Bereich der Kommunikation. Hat sich weiterentwickelt und darauf wurde reagiert. Die Frage dessen, wie gefährlich der Einsatz von Mobiltelefonen im Straßenverkehr ist, wurde, glaube ich, ausreichend diskutiert und beantwortet. Jeder Mensch, der dadurch verletzt wird oder sein Leben verliert, ist einer zu viel und daher halte ich die Novelle für richtig. Ich glaube auch, wie mein Vorredner Kollege Ottenschläger gesagt hat, dass man im ersten Schritt stärker auf die Bewusstseinsbildung gehen muss. Und wenn wir merken, dass eine solche Bewusstseinsbildung nicht stattfindet, dass man dann auch über schärfere Sanktionen nachdenkt und auch beschließt. Ich glaube nicht, dass sie im ersten Schritt bereits sinnvoll sind. Weiterer Punkt, der tatsächlich auch eine Verbesserung bedeutet für das Ressort, ist, dass knapp 270 administrative Verfahren tatsächlich damit gespart werden können. Wir setzen uns immer für Verwaltungsvereinfachungen ein und eine solche ist es. Daher unterstützen wir diese Novelle. Ich möchte auch noch auf die 3 anderen Anträge in aller Kürze eingehen. Der Antrag des Team Stronachs, das Thema Sicherheit bei Mopeds, halten wir für überschießend. Die Frage der größeren Rücklichtleuchten und der Warnwesten. Es gibt bereits ausreichend Vorkehrungen auf gesetzlicher Ebene. Auch hier ist das Thema Bewusstseinsbildung im Vordergrund. Sitzerhöhungen, ebenfalls ein Antrag vom Team Stronach, dass bei Taxiunternehmen die entsprechenden Sitzerhöhungen und Sitzmöglichkeiten bei den Fahrzeugen selbst immer mit dabei sein sollen, halten wir für nicht notwendig aus zweierlei Gründen. Das eine ist, wenn man sich anschaut, wie es weitestgehend in Österreich, auch außerhalb von Wien funktioniert. Wenn ich bei einem Unternehmen anrufe, ein Taxi bestelle, dann kann und wird das meist mitgeliefert. Es gab Tests, 8 von 10 Unternehmen, glaube ich, waren es, die das angeboten haben, 2 von 10 waren es nicht. In Deutschland ist es spannend, da ist es zwar gesetzlich verankert, dort sind aber die Babyschalen wiederum ausgenommen, weil die aus Platzgründen nicht mitgeliefert werden können. Ich bin der Meinung, dass wir keine Gesetze beschließen sollten, wenn eine gesetzliche Verordnung gar nicht notwendig ist, sondern es tatsächlich die Unternehmen selbst schaffen. Letzter Punkt ist die Frage der Mindestgeräusche bei Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen. 2 Dinge sind hier vorgesehen und auch diesen Antrag werden wir nicht unterstützen. Das erste ist, dass auf europäischer Ebene bereits eine entsprechende Materie in Vorbereitung ist, die Mindestgeräusche vorsieht. Und der zweite Grund ist, dass es auch bei einer Geschwindigkeit ab 25 km/h sowohl bei Hybridfahrzeugen wie auch bei Elektrofahrzeugen einen gewissen Mindestgeräuschpegel gibt. Wir glauben, dass daher derzeit keine nationale Vorgehensweise notwendig ist. Danke. Argumentiert Michael Pock, der Verkehrssprecher der NEOS.